Schlagzeuger und Hose in Botschaft bei Rotown und hat sich wieder an den Instrument gemacht. Danach würde ich sagen FZ und dann die Chefredetscher, was euch drauf vorbereitet bin. Das Wetter hat es jetzt doch noch durch und ganz viele Gäste haben natürlich uns am Straßenrand natürlich mit uns den Umzug besucht und das freut mich wahnsinnig. Eine große Narrenschar. Habt ein bisschen Geduld, hier hinten gibt es Getränke und was zum Essen und als nächstes hören wir unseren Fanfarenzug. Dankeschön für die Begleitung über die Fasnacht.
Dankeschön, eine Fanfare zur Gnadi. Ja, wir haben einen grandiosen Zunftabend hinter uns. Ganz viele haben da dazu beigetragen mit ihren Beiträgen. Ganz viele Gäste waren da und konnten das genießen. Wir haben ein strammes Programm gehabt, aber nachher noch eine schöne Zeit, auch für die närrische Unterhaltung und für die Musik mit unserem DJ, dem Chris, und in der Bar. Es ist alles glatt und sauber abgelaufen und für mich als Veranstalter mit meinem Lagerrat gibt es nichts Schöneres, wie wenn so eine große Aktion wie in so einem Zunftabend problemlos und ohne Zwischenfälle abläuft. Danke an alle, die da dazu beigetragen haben, egal ob sie als Gruppe dabei waren oder natürlich meine Mannschaft, die natürlich die Bewirtung und die Organisation auf der Bühne etc. unter der Leitung von unserem Häusers. Da sind nämlich inzwischen ganz viele da, aber der Peter ist immer noch der Chef. Aber es ist eine große Gruppe inzwischen beieinander, die mich da unterstützt. Und da natürlich herzlichen Dank nochmal. Und auf die alle nochmal ein herzliches Marie! Ganz schön. So, jetzt hören wir nochmal die Shetradetscher, die uns auch begleiten von Fahrradsöffnung bis heute. Herzlichen Dank auch nochmal an euch. Und der Bier ist unterwegs. Herzlichen Dank, dass ihr immer dabei seid für alle Veranstaltungen, eine treue Gruppe. Herzlichen Dank. Ich hoffe, es klappt jetzt nur, dass das Bier da hinten rumkommt. Und sonst werde ich mir nachher noch schnell persönlich drum kümmern, aber ich glaube schon. Was natürlich auch noch wichtig ist, heute ist natürlich heute Abend noch ein Hanslehrumzug. 19 Uhr treffen wir uns zur Aufstellung oben an der Sonnenuhr. Und machen dann direkt auf dem direkten Weg hier auf dem Marktplatz, machen wir einen Umzug und hier wird dann eine kleine die Fackeln, die werden dann hier auf dem Marktplatz verbrannt und da wird der Hansele-Tanz hier sein auf unserem historischen Marktplatz mit unserer Hansele-Gruppe. Herzlich eingeladen. Und natürlich als nächstes immer für die Kinder, für die Jugendlichen, die unter uns hier sind, am Montag, am Fasnet-Mäntig haben wir unseren schöner Kindernachmittag, vorab erstmal Umzug in die Stadthalle, da bekommen die Kinder noch natürlich ein Würstchen und anschließend ist Kindernachmittag mit Programm, Kinder für Kinder mit der Rolli zum Fletschinger, sind wieder dabei, unsere Hansel sind dabei und natürlich traditionell und mit unserem Pirmin. Wir freuen uns, wenn wir euch alle zahlreich dort begrüßen könnt. Ja. Einkommen ist schon einmal bereit
dass du noch was richtet. Ich habe noch in der Zeit, bis der Heiko gerichtet ist mit seiner Mannschaft, habe ich mal eine Durchsage in eigener Sache. Eine der Putzfrauen hat einen Strupper verloren. Wer diesen Strupper findet oder sachdienliche Hinweise zum Verlust geben kann, bekommt 2 Putzstunden für den Osterputz von der ganzen Putzmannschaft dahin. Aber ich denke gerade, Kühlschrank voll, Sack muss da sein, der Festung muss da sein, dann ist das überhaupt kein Problem. Also, Heiko, bist du gericht? Können wir noch rein? Oder ist schon gerade gut los?
Alle Mumblehrer, jetzt ist es schon vorbei. Unsere Schäden fasen, da laufen sie nahe, heulend, unsere Narrenrät, unsere Hansel, alle Blähren, die Schäfasen, so wunderschöne Fasen, mit einem tollen Wetter, tolle Veranstaltungen. Alles ist so schön, jetzt ist es vorbei, unsere Schäden fasen. Ja, kommen wir alle auf den Marktplatz. Donnerbuckel, unser schönes Strohbuckel ist da, auf dem Marktplatz. Wunderschön gerichtet von unserer jungen Hansi, traditionell. Inzwischen machen wir die jedes Jahr schöner. Bitte nach hinten wegtreten, vom Feuer weg, jawohl. Genau, weil nachher ist ja noch Hansi mit ganz um das Feuer. Ja, ja. Da brauchen wir einfach Platz. Nein, die Hansen laufen nur ums Feuer, die tanzen nicht, Entschuldigung. Die tanzen nicht, sie laufen ums Feuer, haben wir jetzt schon gemacht. Ja. Die Fasnet, wie gesagt, Scheuerschi vorbei. Stadtmusik hätte gespielt, unseren schönen Armarsch, traurig, langsam. Und unsere Tränen sind geflossen. Stadtmusik spielten jetzt nochmal unseren Narrenmarsch, ganz traurig. Und wir gedenken an eine schöne Phase zurück. Wir denken an tolle Veranstaltungen, tolle Umzüge, einen grandiosen Zunftabend. Ganz viele, die am Sonntag auch mit uns hier auf dem Marktplatz sich versammelt hatten. Jetzt laufen sie nochmal eine Runde um die Strohpuppe. Ja, und heulet der Hanselvater mit seiner Hansele ist da. Narrenrät laufen. Jetzt legen Sie die Fackel rein in die Schale. Ja, unsere Fasnet, da brennt sie, da geht sie dahin. Schön war's, schön war's. Und auch, man hat's gemerkt, auch der Winter. Winter ist vertrieben, der wird vertrieben von diesem schönen Feuer, von der Strohkugel, die da vor sich hin brennt. Historischen Marktplatz. Ja. Eine schöne Fasnacht geht zu Ende, verbrennt mit der Strohpuppe, die jetzt schon ganz am Boden ist. Viele sind jetzt noch mal dabei, es freut mich, dass ihr alle gekommen sind. Eine wunderschöne Sache hier auf unserem historischen Marktplatz. Nochmal vielen Dank an alle Helfer, die hier so beigetragen haben, dass das alles jetzt so läuft, diesen historischen und traditionellen Ablauf zu gewährleisten. Bis zuletzt
Kammermusik. Mit den Klängen des Narrenmarsches, traurige Variante gespielt durch unsere Stadtmusik, geht die Fahrt zu Ende, nimmt ein Ende. Ja, nochmal herzlichen Dank an die Stadtmusik mit Juka, die uns seit Anfang der Fasnacht bis heute zum bitteren, traurigen Ende begleitet hat. In voller Stärke stehen sie da, wunderbar. Herzlichen, herzlichen Dank. Auf euch ein gedämpftes Nari. 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 Herzlichen Dank. Ja, auch an die starke Truppe, an ganz viele Hansele, die heute da sind, und am Hanselevater Chris Herbst. Und auch jede Einzelfigur, einzelne Figuren, einzelnen Figuren der Gruppen, die noch hier da sind, die ich jetzt gerade alle sehe. Auch die Hohen Hebenteufel sind da, habe ich gesehen, von der Wilde Weiber habe ich eine Abordnung gesehen. Sehr schön, dass ihr unserer Veranstaltung teilnehmt. Ja, das Feuer wird immer kleiner. Die Fasnacht, die ist schon zu Ende jetzt. Ja. Wir haben natürlich noch einiges vor für das neue Jahr. Deswegen ist nach der Fasnacht vor der Fasnacht. Das bedeutet natürlich, wir werden nicht still sitzen, wir werden jetzt ganz, ganz fleißig sein und uns auf die Vorbereitungen für unser Narrentreffen stürzen, das am 25., 26. Januar 2025 hier in Engen stattfinden wird. Dieses Wochenende, das ist dann noch mal 4 Wochen vor der Fasnacht, denn die Fasnacht selber ist erst Ende Februar bis in den März hinein, können wir hier noch mal richtig schön unser 150-jähriges Jubiläum feiern, durch die Altstadt mit einer großen Festmeile, vom Viehmarktplatz bis runter zum Korthaus, mit der Peterstraße, mit der Tiefgarage, mit dem Deck des Tiers der Tiefgarage. Wir wollen ein großes Narrenfest feiern. Und dazu brauchen wir euch alle. Unsere Mitglieder leidig schaffen das nicht. Wir haben sehr viele Gäste eingeladen, viele Besucher erwarten wir. Und wir werden jetzt Anfang März, werden wir das auch im Hegau-Kurier bringen, machen wir ein Treffen machen für alle Interessierten, die uns unterstützen wollen, in irgendeiner Art und Weise eine bessere Wirtschaft machen wollen, irgendwo mitarbeiten wollen, irgendwo uns unterstützen wollen, sind dann eingeladen in die Narrenstube mit uns, dass wir dort dann schon in die Planung einsteigen können und auch schauen, wo wir für euch einen guten Platz finden. Es braucht noch ein bisschen, das Feuer ist noch nicht ganz unter, deswegen brauchen wir noch ein bisschen Geduld. Jawohl. Und ich sag, wir haben auch die Bewirtung hier wieder aufgebaut, im Häusle. Da ist wieder unsere Mannschaft da, unsere Blaufärber haben es mitorganisiert, die Gisela hat alles dafür gesorgt, dass alles läuft, unser Wirtschaftsbus. Und er hat viele Unterstützung. Wir haben ganz viele Freunde, die uns geholfen haben, dieses Bewirtungshäuschen zu bewirten. An alle herzlichen Dank an dieser Stelle. Jetzt
soll es losgehen. Also, was habe ich gesagt? Nach der Fasnacht ist vor der Fasnacht. Wir freuen uns jetzt schon auf die kommende Fasnacht. Ich habe euch gesagt, wann sie ist. Ende Februar geht es los, 27. ist, glaube ich, schmutziger Grundstück, aber nachher mit Fest. Aber jetzt ist es so, wir werden uns freuen auf die Fasnacht. Wir werden jetzt freudig den Narrenmarsch hören und die Narrenräte werden jetzt ohne Trauerflor nochmal ums Feuer laufen und freudig darstellen, dass unsere Fasnacht jetzt wieder vor der Tür steht und es geht dagegen. Nari! 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 Denke dran, fassen Sie sich ja schon Nacht vorbei. Gott noch wenig auf Gas, Gott noch wenig in die Wirtschaften, in die wenigen, wo wir haben, oder in Zentral war. Leider ist ja ohne Pirmin, aber wir können ja dort trotzdem ein schönes Fest feiern, einen schönen Kehr ausmachen und die Fasnacht einfach jeder für sich nochmal feiern und nochmal verabschieden von der Fasnacht. Und wir freuen uns natürlich auf die neue Fasnacht. Hab's euch schon gesagt, wir haben vieles vor. Hauptsächlich, wie gesagt, das Narrentreffen und unsere eigene Fasnacht. Werdet euch auch informieren, wir werden trotzdem noch an ein Narrentreffen gehen. Und wir werden natürlich uns nochmal mit einem kompletten Programm an Fasnacht ganz normal wieder mit euch zusammenfinden. Stadtmusik, auch du bist wieder dran. Danke nochmal. Und du spielst so lange, wie willst. Thank you.
Freude, Stadtmusik! Denke nur dran, drüben, das Bewirtungshaus ist noch offen, trinken noch was, essen noch was. Das Label hier ist noch gesorgt. Anschließend, wenn Stadtmusik nicht mehr spielen will, wird solange hier Leute vom Marktplatz sind, auch noch ein bisschen Musik laufen. Der Simon, auch dir nochmal ein herzliches Dankeschön für deine Treue und für deine super Beschallung. Auch der Simon, ein kräftiges Nari! 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 So, der Simon. Da schiebt selbstverständlich, dass alles so perfekt immer läuft und der Simon ist immer zur Stelle, funktioniert hervorragend. Ich glaube, oder Beschallung ist hervorragend, da gibt es nichts zu meckern seit vielen Jahren, aber ich natürlich nicht zu toppen. Stadtmusik ist immer noch live. Ich komme wieder rein.